Gülşah, was ist deine Meinung zum Wort des Jahres? Was ist schon wieder gewesen? Wort des Jahres! Okay. Wort des Jahres ist ja eigentlich extrem unwichtig. Ich habe gefunden, wir kommen, es gibt zu essen. Und jetzt erzähle ich einfach noch etwas. Alle Begriffe, die wir nicht genommen haben. Zivilgesellschaft, das war von Benz Friedlich. Dort hat er zeigen, dass er studiert hat. Habe ich nicht! Hat er nicht. Mikrosoziologie. Dann angenommen worden ist Chia-Samen-Pudding von der Gülşah. Das gibt es wahrscheinlich gar nicht. Wenn das zusammengefasst, ursprünglich hat es immer gesagt, super slow street food porn. Das ist zu lang gewesen. Haben wir Chia-Samen-Pudding genommen. Und das war viel zu eklig gewesen. Haram, das hat die Gülşah gesagt. Gülşah ist also unsere Migranten. Quote gsi, haben wir aber sofort durchgestrichen, weil es einfach zu ausländisch war und darum haben wir uns sofort, zack, bumm, schlussendlich für Inländervorrang-Leid entschieden als Unwort des Jahres, weil es einfach viel schöner ist zum Inländervorrang sagen als Ausländerbenachteiligung und Leid, so wie ein Joghurt oder wie sonst irgendetwas, wo man einfach nimmt, so ein bisschen fürs gute Gewissen. Auch nicht genommen worden ist, nach langem Diskutieren, ein Schweizer Aufschrei. Weil ein Großteil von der Jury gefunden hat, dass das nur Frauen bezogen sind und darum ein großer Teil von der Bevölkerung ausschließt, nämlich Männer. Und haben damit eigentlich gezeigt, warum es wirklich das Wort des Jahres jetzt werden soll. Das Wort des Jahres von SRF-Jury ausgewählt: Filterblase. Biberblase. Filterblase. Biberblase. Finde ich hure geil. Kennt jeder, hat jeder schon mal erlebt. Oder? Auch nicht. Das ist gleich, als Schneebiesa fährt weg. Okay. Weil Filterblase ja eben, dass wir uns alle so in unserer Blase befinden und dass wir gar nicht mitbekommen, was die anderen denken und dass wir sofort alle anderen, die eine andere Meinung vertreten, sagen, dass das Nazis sind und Nazis sagen, die anderen sind gute Menschen. Und, aber schlussendlich ist alles egal. Was viel wichtiger ist, ist Folgendes. Dabbing für mich das Wort des Jahres, weil es ist egal. Wir haben eine halbe Stunde darüber diskutiert, was die Filterblase, was das heisst. Und schlussendlich hat Nicola Steiner gesagt, dass ihren Sohn beim Znacht, wenn sie ihm etwas Znacht bringt, wo er fein findet, macht er immer. Und darum ist für mich das eben auch das Wort des Jahres. Pure Begeisterung. Also wenn ich jemanden sehe, den Move machen, den flippe ich aus. Das sollte man immer auf jede Frage, ist das Wort des Jahres? Hey! Wie geht's da? Granit Xhaka, super Spiel gsi. Ja, danke vielmals, dass Sie da zum Interview kommen. Ja, wie ist es eigentlich für Sie gsi, jetzt da zu spielen, Ihre alte Heimat zu Basel und dann noch gegen Ihren Bruder, den Tauland Xhaka, und dann noch zu gewinnen und dann noch so? Ist das nicht ein bisschen so ein bisschen ein seelischer Zwiespalt? Wie fühlen Sie sich da dazu? Oder auch zum Beispiel bei ganz privaten Situationen, zum Beispiel nach dem Sex, wenn man halt fragt. Und Schatz, wie bin ich gsi? Darum ja, für mich ist ganz klar, Wort des Jahres relativ egal. Es wird viel zu viel geredet. Man sollte uns wirklich ein Beispiel an der Jugend nehmen und einfach so. Diesen da! Wird gut. Bravo! Kommt bravo. Langsam, oder? Schau, auch die alten Menschen können das. Ja. Wort des Jahres! Okay.